Noch keine Entscheidung in New York. Es gab ein schnelles Remis in der 12. und letzten normalen Partie bei dieser Schachweltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen, hier vorne im Bild, und Herausforderer Sergei Karjakin aus Russland. Diese Partie war bereits nach 30 Zügen und 35 Minuten ausgereizt und führte damit schon zum 10. Unentschieden. Jeder von beiden konnte bisher genau ein Match gewinnen. Carlsen bat dann die Fans um Entschuldigung, die vielleicht ein längeres Spiel 12 erwartet hatten, zumal der Norweger mit Weiß hätte angreifen können. Ich hätte nicht das Gefühl, dass heute der Tag wäre, um viel zu versuchen. Naja, und außerdem freue ich mich auf Mittwoch, denn es ist ja immer schön, Geburtstag zu haben. Am Mittwoch wird Magnus Carlsen 26 Jahre alt. Und dann wird hier im Tiebreak so oder so mit deutlich kürzeren Partien der Kampf entschieden. Um die Schachkrone und um das Preisgeld von 1 Million Dollar.